Herr Professor Wöckel, das Antonio Breast Cancer Symposium SABCS 2020 findet zurzeit virtuell statt. Und lang ersehnte, würde ich fast sagen, oder sehr ersehnte Ergebnisse zur Penelope-B-Studie wurden gezeigt. Das ist eine postneoadjuvante Studie, antihormonelle Studie gewesen mit einem CDK4/6-Inhibitor. Was wurde untersucht und was wurde gezeigt? Grüße, Frau Heidinger. Schön, Sie virtuell heute zu sehen. Und in der Tat ist es so, dass das Thema der Postneoadjuvanz ja für uns zunehmend relevanter wird. Das heißt, Therapien zu deeskalieren, wann immer es notwendig ist, oder auch zu eskalieren in Abhängigkeit von dem Ergebnis, was wir nach einer neoadjuvanten Chemotherapie sehen. Und Frau Leubel hat hier einen aus meiner Sicht sehr, sehr interessanten und guten Vortrag gehalten. Es geht genau um dieses Thema der rezeptorpositiven, HER2-negativen Patientinnen, die eine Non-PCR haben nach neoadjuvanter Chemotherapie und entsprechenden chirurgischen Eingriff hatten mit Radiotherapie und dann randomisiert wurden 1:1 nach einer Palbociclib-Gabe versus einer Placebo-Gabe. Und was man gesehen hat bei dieser Studie, war, dass man zunächst mal die entsprechenden für uns relevanten Endpunkte, wie das IDFS definiert hat, um dann zu sehen, wie sich diese potenzielle CDK4/6-Inhibition auswirkt. Und zumindest was das IDFS betrifft, ist es eine Negativstudie, eine Hazard Ratio von 0,93 bei einem P-Wert von 0,52. Das heißt, eine nicht signifikante Studie, die auch in den Subgruppenanalysen letztlich keine klaren Signale gesehen hat. Wir sehen, dass die entsprechenden Konfidenzintervalle in die jeweiligen Bereiche mit einschlagen. Und man hat sogar eine Interimsanalyse fürs Gesamtüberleben durchgeführt, und hier erwartungsgemäß ebenfalls bei dem P-Wert von 0,4 und einer Hazard Ratio von 0,87 keinen Vorteil gesehen. Das heißt, die Überlegung, CDK4/6-Inhibition gerade beim Palbociclib und den guten Paloma-Daten aus der Metastasierung in die Post-Neoadjuvanz zu übertragen, also quasi eine Linie nach vorne, ist zumindest in diesem Studienkonzept nicht aufgegangen und ist damit als Negativstudie von unserer Seite aus erstmal zu werten. Sehen Sie Gründe, weshalb das vielleicht vom Ergebnis her so gekommen ist, wie es jetzt ist? Weil wir haben ja, sagen wir mal, mit Abemaciclib zumindest Daten in der Adjuvanz, wo es funktioniert scheinbar. Und dass es hier jetzt gar nicht funktioniert, woran könnte das liegen? Wir haben das sehr intensiv diskutiert mit den deutschen internationalen Experten in den letzten Tagen. Und das Echo geht eigentlich in die gleiche Richtung nach dem Motto, man kann es nicht wirklich vergleichen, die einzelnen Studien, weil die Kollektiv und auch das Risiko Kollektiv oder Potenzial der einzelnen Patientinnen sehr unterschiedlich war und der Faktor Substanz offensichtlich auch nochmal eine Rolle spielen kann. Also man diskutiert andererseits, ist denn vielleicht das Abemaciclib der wirksamere CDK4/6-Inhibitor in der erweiterten Adjuvanz, / Post-Neo-Adjuvanz, ist es das Palbociclib vielleicht nicht. Oder sind es aber unterschiedliche Kollektive, die durchaus eine Rolle spielen könnte. Wenn man sich die Daten der Monarch-E-Studie anschaut, und das waren ja Patientinnen, die eben erweitert am Adjuvant behandelt wurden, dann sieht man zwar einen Positiveffekt, aber der ist nicht mehr so stark wie bei den ersten Auswertungen. Wenn man sich die Penelope-Studie anschaut mit längeren Laufzeiten, könnte es sein, dass die Monarch-Daten irgendwann so aussehen wie die Penelope-Daten. Das ist zumindest eine Hypothese, die man bedenken muss. Das heißt, vielleicht haben wir tatsächlich auf Dauer nicht den Effekt. Und das haben wir ja nicht das erste Mal, dass adjuvante Studien oder in dem Fall Post-Neo-Adjuvante ein ganz anderes Ergebnis bringen als in der Metastasierung, weil die Biologie vermutlich eine ganz andere ist. Das wäre eine Hypothese. Es kann aber auch sein, dass es ein Substanzeffekt ist und einfach das Palbociclib nicht das Präparat ist, was in dieser Situation das Sinnvollere ist. Vielleicht ist es einfach das Abemaciclib. Aber wir haben unterschiedliche Laufzeiten, wir haben unterschiedliche Einnahmedauern der CDK4/6-Inhibitoren. Wir haben unterschiedliche Kollektive und ich glaube, man kann im Augenblick nur abwarten, was die nächsten 2-3 Jahre erbringen. Wir erwarten noch Studien auch zum Ribociclib, die diese Frage mit beantworten, mit längeren Einnahmedauern. Und dann werden wir diese Fragen hoffentlich dezidierter beantworten können. Jetzt ist es ja so, beim Hormonrezeptor-positiven Brustkrebs, dass ja die Kurve nie gen Null gibt. Was das Risiko angeht. Also das bleibt ja ab einem gewissen Punkt ziemlich konstant bestehen. Würden Sie auch die Möglichkeit sehen, dass viel später dieser Effekt noch zum Tragen kommen kann?
wäre eine Hypothese, die man kontrollieren muss, auch natürlich Studien kontrolliert. Möglich wäre es, je nachdem, ob er dann eben, sage ich mal, eine Metastasierung einsetzt. Die Frage ist ja immer, warum sehen wir momentan positive Effekte bei diesen Studien? Und ist es die Frage, ob wir vielleicht eine Frühmetastasierung haben bei manchen Patienten, bei manchen nicht? Und dann würde ja genau das, was Sie sagen, in Kraft treten, dort, wo dann eine Metastasierung ist, haben wir dann auch wieder Effekte zu verzeichnen. Ich denke, die Zeit ist einfach noch nicht reif, um da abschließend ein Urteil zu fällen. Nur übertragen auf die Praxis heute in Deutschland, einer Patientin im Augenblick jetzt postneoadjuvant Palbociclib zu verabreichen aufgrund einer Non-PCR ist sicherlich nicht die richtige Strategie. Und man muss auch sagen, wir haben ja hormonrezeptor-positive Patientinnen, die insgesamt prognostisch immer noch besser laufen werden als andere Patientinnen mit HER2-positiven Tumoren, mit triple-negativen Tumoren. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, Frau Heidinger. Ja, danke schön Ihnen auch.